herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen Video hier auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wir haben ja in einigen der letzten Videos ein bisschen was gekocht, ein bisschen in der Küche uns ausprobiert. Gerade Didi hatte uns ja zu einigen wunderbaren Rezepten inspiriert. Und ich hatte euch gesagt, Leute, wenn ihr coole Rezepte habt, schickt mir die einfach. Und ich habe viele coole Rezepte von euch geschickt bekommen. Also eher weniger coole Rezepte, aber passend zum Format. Und hin und wieder war auch der ein oder andere Smoothie dabei. Und dann dachte ich mir, Timon, eigentlich, was man mit Rezepten machen kann, kann man ja auch mit Flüssigkeitsgetränkrezepten machen. Und das werden wir heute tun, denn ich habe mal geguckt, was gibt es für wunderbare oder weniger wunderbare Rezepte dazu, zu Smoothies aller Art. Und ich habe welche gefunden, die maximal 2,5 Sterne haben, was bedeutet, ja, so lecker wird das wahrscheinlich heute nicht werden. Nichtsdestotrotz werden wir uns natürlich kulinarisch heute wieder ein bisschen ausleben, denn ich möchte euch mal Alternativen dazu zeigen. Ja, die anderen Sachen waren ja ein bisschen kalorienreich, ne, Milchschnitte mit Bacon. Heute werden wir mal in die gesunde Welt der Smoothies eintauchen. Es ist viel Grün dabei, es ist viel Gesundes dabei, Obst. Ich habe richtig hart Bock drauf. Wir haben ganz tolle Zutaten hier, wie zum Beispiel Dickmilch, was auch immer das ist. Ich kannte es vorher nicht, aber ja. Wir haben Agavendicksaft, wir haben Chicorée, wir haben Kohlrabi. So, welchen mache ich denn jetzt als erstes? Fangen wir mal. Ich glaube, der ist eigentlich sehr gut zum Starten. Chicorée Orangen Smoothie. Ja, okay. Also es kommt da alles rein. Und dann wird alles püriert. So, also wir haben hier ein wunderbares Gefäß, wo das Ganze jetzt alles reinkommt. Ich glaube, ich brauche schon mal ein Tuch, weil das wird wahrscheinlich eine richtig harte Sauerei. Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass ich das hier mache. Ich wollte das eigentlich nicht in der Küche machen, damit nicht zu viel hin und her. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Also, wir brauchen 60 Gramm Chicorée. Yeah, geil. Ja, ich weiß nicht, Fred und George werden sich auf jeden Fall auch freuen, wenn hier noch was überbleibt. Wir tun es erstmal hier rein. Wie viel ist denn 60 Gramm? So. Ich weiß echt nicht. Oh, upsala. Ich weiß echt nicht, ob das gut schmecken wird. Ich glaube eher nicht. Okay, das reicht hoffentlich. Weil ich glaube, diesen Geschmack möchte man auch gar nicht unbedingt so penetrant haben. Aber jetzt kommen in der gleichen Menge Orangen rein. Also wahrscheinlich einfach, um das Ganze ein bisschen zu neutralisieren. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, wer macht das? Patty. Ich glaube, Patty hatte auch einfach zu viel Langeweile zu Hause oder durfte irgendwie nicht mehr kochen. Wie viel Orange macht man denn jetzt hier rein? Orange übrigens richtig räudig zu schneiden einfach. So. Ja, bisschen. So. Und dann Dickmilch. Scheiße, ey. Also, so. 200 Gramm. Ich glaube, das ist deutlich schwerer als Wasser. Oh, da habe ich aber einen kleinen Löffel. Na komm, kippen wir mal ein bisschen, ne? Na, bisschen noch. So. Ah! Ja, schmeckt wie vergammelte Milch oder unfertiger Joghurt. So ein bisschen, es hat so eine Vorstufe von Ayran. Also wenn es jetzt salziger wäre, ja. So, 100 Gramm Milch. Ich hoffe, das ist okay. Liebe Freunde, ich habe nur Hafermilch zu Hause. Weil, danke liebe Leute, die sehr viel Milch bunkern und Klopapier und Nudeln. Es gab keine Milch mehr im Supermarkt. Deshalb müssen wir jetzt hier auf Hafermilch umsteigen. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, 100 Milliliter. Ja. Es blubbert. Hört man das? Cool. So, und als letztes Vanillezucker oder Agavendicksaft. Und da ich noch nie irgendwas mit Agavendicksaft gemacht hatte, aber den Namen lustig fand, dachte ich mir, hole ich mir den einfach mal und probiere das Ganze mal aus. Und ich glaube, so, das muss reichen. Ich glaube, das war schon ein bisschen mehr als etwas. So, hier kommt jetzt das ganze Ding drauf und dann kommt das in den Mixer rein. Ein bisschen Dekadenz von YouTube muss man natürlich auch ausleben. Ich habe den Smoothie Maker natürlich zu Hause hier. Manche Leute haben ja in den letzten Kommentaren ein bisschen Auge gemacht, als der Eierkocher auch zu sehen war. Ich habe auch noch einen Reiskocher. Eigentlich ist meine Philosophie, so wenig Geräte wie möglich in der Küche zu haben. Aber manche sind einfach unverzichtbar. So, also ich mische das Ganze schon mal ein bisschen durch. Und jetzt wird das hoffentlich funktionieren. Fred und George gänzlich unbeeindruckt von dieser Maschine. Ein bisschen immer hoch, runterkommen, ne? Ein bisschen aufschäumen, so. Dann wieder setzen lassen, die Stückchen kommen nach unten und dann wieder los. So, das muss jetzt mal reichen. So, abtropfen lassen. Mmh, gut. Ich will das, glaube ich, gar nicht probieren. Das ist so eine ganz weirde Mischung aus orangig und chicorig. Okay. Ah, warum habe ich so viel genommen? Das Rezept hatte, glaube ich, 2 Sterne. Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich will gar nicht noch einen zweiten Schluck nehmen. Ja, also ich bin sowieso kein Orangen-Fruchtfleisch-Fan. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Und ich weiß, ich bin natürlich kein Sternekoch, aber wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Chicorée gehört eher weniger in Smoothie. Ja, die 2 Sterne kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, ich würde sogar 1,5 geben. Also,
Nee, ein. Also, war wirklich nicht geil. Nee. Ich glaube, mehr Agavendicksaft hätte auch nichts gerettet. Also, Chicorée-Orangen-Smoothie, nope. Leider nicht. Falls ihr fitnessbewussten Leute, ernährungsbewusste Menschen das gerne nachmachen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie das Ganze geschmeckt hat. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal zum zweiten Smoothie übergehen, nämlich, ja, nehmen wir erst den hier. Anleitung ist übrigens, die Zutaten in einen Behälter geben und pürieren. Gut, machen wir. So, ein neuer Behälter. Hier kommen folgende Sachen rein. 0,33 Gurke, also ein Drittel, oder was ist das für eine Einheit? Ja, gut, dann tun wir die Gurke hier mal rein. So. Machen wir mal so. Und dann eine Scheibe Kohlrabi. Wahlweise. Warum ist das optional in diesem Gericht? Ich weiß es nicht. Aber gut, eine Scheibe Kohlrabi. Ich glaube, der ist auch sehr bissig im Geschmack. Ich glaube, der ragt gut raus. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen mehr Gurke hier reintun. So, dann kommen rein 2 Esslöffel Naturjoghurt. Na, den guten 1,5-prozentigen, ja? Der hat ein bisschen mehr Geschmack. Für die Konsistenz, guck mal, ein bisschen mehr. So. Wir haben große Esslöffel hier. Dann eine Prise Salz. Ich finde nicht süße Smoothies immer weird. Eine Prise Pfeffer. So. Und NB. Was ist das? Nebenbei. Das Rezept ist übrigens von Vanille mit W. Na gut. So, hier. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das süß möchte. Ich glaube, ich mache mal nur einen ganz kleinen Ticken. Ich hatte ja schon mal in einem Video oder in einem Podcast erzählt, ich habe mal Gurkeneis probiert. Hat gut geschmeckt. Also vielleicht muss ein bisschen Süße einfach rein. Ich gehe das mal kurz abwaschen. Ein paar Sekunden später. Gut, dann gucken wir mal, wie lecker das Ganze diesmal wird. Also wieder gut durchmischen und dann... Seid ihr bereit? Es werden skeptische Blicke hier geäußert, gerade von George's Seite aus. So, gut. Also das Ganze sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen leckerer aus als der erste. Vielleicht haben wir hier das Rezept zu, ich weiß nicht, ewiger Jugend und wunderbaren Abnehmen-Programmen entdeckt. Warum auch immer das nur 2 Sterne hatte. So, oh, ja, ist ja noch Kohlrabi drin, scheiße. Okay, gut, ne, dann guten. Das schmeckt auch richtig hart ungeil. Also es sieht von der Konsistenz und von der Machart eigentlich gar nicht so scheiße aus, aber schmeckt halt... überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht, was fehlt. Irgendwie, nee. Es schmeckt wie etwas, was nicht zusammengemischt werden sollte. Tut mir leid. Ja, ich gebe auch 1,5 Sterne. Also, war nicht ganz in der gleichen Liga wie das andere, aber so ungefähr. So, jetzt aber mein großer Favorit. Ich glaube, der könnte schmecken tatsächlich. Mango-Gurken-Smoothie. Mango, Gurke, Minze, Mandelmilch. Gut, ich sehe gerade, hier steht eigentlich, dass die Gurke geschält sein sollte. Ist sie jetzt nicht an der Stelle, aber okay. Hier die gute, gefrorene, aufgetaute Mango rein. Ich glaube, das kann gut schmecken. Mal ein bisschen Mango. Bisschen Gurke. Ist doch eine ganz gute Mischung eigentlich. Nein, nein, nein. Ja, reicht mal lieber mit der Zutat. So, 1 Minzblätter. 1. Reicht 1 wirklich? Ja, komm. Wir halten uns ja strikt ans Rezept. Und 100 Milliliter Mandelmilch. Okay. Ich habe tatsächlich noch nie Mandelmilch probiert. Vielleicht sollte ich, damit das Ganze ein wenig besser zu bewerten ist, das Ganze vorher mal probieren. Ja gut, warm schmeckt das wahrscheinlich eh nicht so geil, aber es hat den Geschmack wie Popcorn. Weird. Gut, so, das kommt hier rein. Hui, hui, hui. Sind hier Mess... Na, es war, glaube ich, ein bisschen viel. So, ja, besser. Ich glaube, es ist immer noch viel. Komm. Ja, so ungefähr. So, ich gehe mal wieder das Ding hier abwaschen, damit die Gurke... Nee, ist ja Gurke drin. Kohlrabi. Ach komm. 12 Sekunden später. Das zu, das hier drauf und dann... Achso, durch... Entschuldigung. Ah, bitte. Schmeck bitte nicht schlecht. Du bist mein Mittagessen. Gut, oh Gott, ich dachte kurz, es riecht merkwürdig, aber es ist, glaube ich, der Mixer, von daher. Also, ich habe gar nicht gezeigt, hier, so sieht das Ganze aus. Tada. Ja, dann Prost, ne? Geht eigentlich. Oh, es schmeckt im Abgang so ein bisschen wie irgendeine Süßigkeit, die man als Kind mal gegessen hat. Oder Gummibärchen, oder... Boah, ich weiß das gar nicht. Also schmeckt nicht scheiße, ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber kann man auf jeden Fall trinken. Ich hätte jetzt
Ja, so drei gesagt. Kann aber auch verstehen, wenn man das jetzt nicht unbedingt mag. Der Vorteil von dem Ding ist aber, dass es gekühlt ist, weil halt die Mango aus dem Tiefkühler kam. Und laut Rezept soll die gut gekühlt sein. Ja, also dem Ganzen würde ich, wie gesagt, 3 Sterne. Ich bin auch echt froh, dass ich nicht mehr Minze reingetan habe. Ich glaube, das hätte überhaupt nicht reingepasst. Aber man kann festhalten, es gibt gute Smoothies, es gibt schlechte Smoothies. Vielleicht seid ihr ein wenig inspirierter durch dieses wunderbare Video und wisst jetzt, was ihr für die nächste Mahlzeit vielleicht mal machen könnt. Ich möchte da keinem reinreden, ja? Wenn ihr das machen wollt, wenn ihr das mögt, go for it. Falls ihr weitere wunderbare Rezepte habt in die Richtung, schickt sie mir gerne bei Instagram bitte als Screenshot dann, damit ich das Ganze sehe. Keine Links. Was soll ich mit Links machen? Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich gehe jetzt erstmal aufräumen und mir was Vernünftiges zum Mittag machen. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.